Hallo und herzlich willkommen bei Labbadia 123. Viel Spaß mit dem Video und genießt es. So, zuletzt hatte Scalvini das erste Saisontor erzielt. Alles klar, Trainer des Monats, Edin Terzic bei Dortmund. So, das nächste Spiel ist gegen Borussia Mönchengladbach. Machen weiter. Training simulieren. Transferangebot für Tenner, ein bisschen spät. Aber der Müll ist gut. Delegieren wir mal. Können ja noch so versuchen, so viel wie möglich rausholen. Auch wenn er nicht der Top-Spieler ist, aber wer weiß. So. Transfer. Spieler suchen. Und zwar hatte ich mir noch ein paar ausgesucht. Die könnten vielleicht auch für den HSV was sein. Hier zum Beispiel Lamptey. Vielleicht. Wunschliste setzen. Brighton spielt aktuell, alles klar. Halt. Fahren. Leertaste war hier, ne? Ja. Ein Van Ewijk zum Beispiel, auch in RAV. Okay. Ich glaube, Rainer hatte ich schon, ne? Aber ich kann ja trotzdem mal gucken. Da unten steht ein Rainer schon, aber den hatte ich glaube ich schon auf der Liste. Genau. So, haben wir noch mal ein paar für die Liste. Gehen zurück. Und wer weiß, vielleicht stoßen die auch immer dazu. Jetzt nochmal hier Posteingang. Cherki für Frankreich, Bazunu, Irland, Bayer für Deutschland, Nationalteam abgestellte Spieler. Dann spielen wir die Partie gegen Gladbach. Da wo noch Sommer im Kasten ist. Michel eine 71, nice so. Tell da von Anfang an ran. Michel, den ich noch umtrainieren möchte, wieder zum ZOM wahrscheinlich. Mal gucken. Ich würde sagen, Univar kriegt für Matcher mein Vertrauen. Demirovic lasse ich da, ich nehme Boateng mal mit. Königsdörfer, der die 74 hat, kommt mit. Unser ZTM Michel kommt für Ali Du mit. Hier muss ich noch sortieren. So, Schmidt kommt vielleicht rein, mal gucken. Den Michel kann ich für Matcher mitnehmen. Benesch nehme ich für Schmidt mit. Mal mehr, wir haben zu viel ZOMs, aber ist auf einer gar nicht mal so verkehrt. Cardoso hat eine 74. Ja komm, Cardoso lasse ich von Anfang an ran für Scully. Scully kriegt eine Pause. Und ich lasse sogar Colombo von Anfang an für Scalvini ran, auch wenn er sein erstes Tor gemacht hat. Der kriegt eine Pause. Kommt aber auf die Bank. Bayer bleibt da. So wird das Team. Höhepunkte spielen. Gegen Gladbach. Let's go. Dann wollen wir mal. Und nach dem schlechten, oder ich sag mal sehr durchwachsenen Saisonstart, der eher ins Negative ging, jetzt Punkte mitnehmen. Auswärtspunkte. Gegen Chelsea hat es ja schon geklappt. Auswärts endlich. Spieltag 7 gegen Gladbach, let's go. Mit Einlauf. Hymne, aber wir gehen sofort rein. Auf geht's. Let's go. Und wir kriegen sogar gleich den ersten Angriff. Alleingang. Collins bei Gladbach, okay. Ich hoffe, der läuft da jetzt durch. Ja, Tell. Und er vergibt, das kann nicht wahr sein. Geht ja schon wieder sehr gut los hier. Let's go. Ach, hätte ich wissen müssen, dass der da Dings jawohl schön den Ball erobert. Freistoß. In der Nähe bei Jürgen Klopp da unten. Das ist schön. So, Coach. Rate mal Cardoso, wo er hinmachen soll, den Ball. Na, er guckt sich das haargenau an.
Auf Columbo. Columbo auf Cardoso. Der flankt, aber den müsste Sommer haben, leider, ja. Gelegenheit zu flanken. Wir kriegen viele Aktionen, das ist schon mal gut. Der 27. Ja. Ah. Muss ich den Ball verlieren? Oh, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Und der ist drin. 1:0. Und rein ins Tor gegrätscht. Entschuldigung, wer war das? Ansgar Knauf. Jetzt sei er, mit der alten Nummer trifft er wieder. Verzeihung. Der gute Husten darf natürlich auch nicht fehlen. Nice, Ansgar Knauf mit seiner alten Nummer 22. Schön. Konter für die Borussia. In der 40. Wo ist der Pfeil? Da ist der Pfeil. Nein, hier. Okay, sogar sein erstes Saisontor in dieser Saison für Ansgar Knauf. Schön, Columbo. Angriff HSV. Let's go. Jetzt müssen wir gucken, wohin. Hauptsache nicht den Ball verlieren. Oh Gottes Willen. Sagte er und verliert den Ball. Aber wir gewinnen dank Ansgar Knauf auswärts mit 1:0. Ist ja schon mal Traumstart. Nice. Subi. So, auswärts endlich mal auch in der Liga gewonnen. Perfekt. So, jetzt glaube ich Länderspielpause. Naja, wo stehen wir in der Tabelle? Wir sind Siebter. Also wir haben wieder ordentlich Plätze gut gemacht. Wunderbar. Scouting Update, das passt ja auch schon mal perfekt. Giovanni, was hast du uns anzubieten? Einen Herrn Weber lehnen wir ab. Graf lehnen wir ab. Matteo Weber. Ah, 16 kann noch was passieren. Ronald Schuster lehnen wir ab. Jonathan Schuster, ja, schon 17 können wir ablehnen. Den lasse ich noch drin, weiter beobachten. Columbo. Reto Frei lehnen wir ab. Alessandro Baumann lasse ich beobachten. Luke Haas. AS 15, ja, kann auch noch was sein, also wer weiß. Noel Kuhn lehne ich ab. Dennis Hasler lehne ich ab. Leandro Keller. Halleluja, der kommt hoch. Und den lehne ich ab. Die beiden lasse ich noch beobachten. Und das letzte Scouting-Update sind nur zwei Stück. Noah Lehmann. Schwach. Und Tom Braun lehnen wir ab. Okay, die anderen lassen wir beobachten. Schauen wir uns das andere Talent mal an. Akademie. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nicht, wer das war. Nee, Ferrari war es nicht, aber der kann mal einen Entwicklungsplan bekommen. Und zwar hätte ich ihn gerne. Geht Stürmer? Ja. Nice. Hat er eine Aufgabe? Cola. War das er? Der hat nur eine 50er Gesamtstärke. Entwicklungsplan. Der hat gut Tempo. Sehe ich eher über den Flügel. Über den rechten Flügel, da er Linksfuß ist. Gucken mal weiter. Ich glaube, er hier war das, ne? Thomas Schmidt hatte 65 schon. ZOM ist nicht mal so schlecht, aber wir gucken mal weiter. Dribbling ist gut. Schießen nicht so. Tempo. RM hört sich erstmal gut an. Gucken wir hier mal weiter. Hier haben wir noch ein Horn. Der ist ja schon länger mit dabei. Okay. Nee, Leandro Keller war es, glaube ich, gewesen. Hier mit 94er Dingens. Mittelstürmer ZOM. Tempo ist richtig gut. Linker Flügel. 2 Wochen. Wunderbar. Dann zurück. Trainingstag wird simuliert. Das kennt man mittlerweile schon. Stillstand bei den Verhandlungen von Tenner. Haben wir auch schon fast gedacht. Das heißt, der Jude bleibt leider. Die Mannschaft. Teamzentrale. Tenner. Tenner, Tenner, Tenner. Kurz mal Koulibaly gucken. Plus 1. Okay, so Tenner hier. Ist auf der Transferliste. Man kann ja mal gucken hier. Gut, Training ist hoch. Spezialbewegung geht nicht.
kann ich ja mal zum Erfraum trainieren. Okay. Wie sieht's hier bei dir aus, Michael? Mit dem Entwicklungsplan? ZOM, du trainierst noch 7 Wochen. Okay, und da bin ich ja mal gespannt. Ich würde aber... kann Matcher über dem Flügel? Das ist ja die große Frage. Weil mir fehlt hier noch was. Oder die Jatta, mal gucken. Die Jatta könnte. Mal schauen. Erstmal runter. 2 Wochen. Da er Rechtsfuß ist, er sogar hier. Der hat 90er Tempo. Und jetzt müssen wir gucken, wer hat Linksfuß von denen? Felix Matcher schon mal nicht. Banish, da weiß ich nicht wegen seines hohen Alters. Ja, könnte, aber... Genau, deswegen 313 Wochen. Ich bin doch nicht so lebensmüde. Königsdörfer, der ist eigentlich noch gut jung. Wird auf Stürmer umtrainiert. Ich glaube, das ändern wir um. Nee, das ändern wir nicht um. Weil er Rechtsfuß ist. Der Benjamin Michel ist Linksfuß. Nice, hat 5 Sterne Spezialbewegung. Und ich glaube, es müsste gehen. Und das geht auch. Problem gelöst. So, zurück. Hier links zur Zentrale. Trainingstag simulieren. Weiter geht's in der Liga. Jetzt geht's gegen Freiburg. Training wieder simulieren. Hertha, was ist mit Hertha? Die ist in Real Life nicht so gut aus. Siegreich gegen den Rivalen. Das wünschen sie sich in Real Life auch. Aber in Real Life ist Union besser. Und ich sehe schon, Inter Mailand kommt danach. Oh je, oh je. Entschuldigung. Training simuliert. Wieder Transfergebot für Tenner. Ich bleibe dabei, auch wenn wir den gerade umtrainieren. Für eine gute Summe kann er gerne weg. Da bleibe ich bei. Weil den bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Weil der kriegt kaum Spielzeit. So, jetzt erstmal Freiburg. Und da würde ich sogar sagen, wenn eine gute B11 ist, auch die B11 ranlassen. Weil ich das starke Team natürlich gegen Inter brauche. Erst über Marktwerk nehmen wir an, für Sam Tenner. Weil er kommt hier kaum zu Spielzeit. Ich kann ihn höchstens mal auf die Liste näher setzen und beobachten, wenn er weg ist. Falls ich es nicht vergesse, weil man weiß ja nicht, wie er sich noch entwickelt. So, Scout-Abschlussbericht von E-Bike. Das sieht gut aus. 80 Guests, wunderbar. Spielerchat. Univar, bin letzter Tag gut in Form. Ich denke drüber nach. Aber Univar hat ja auch in der Dingens getroffen. Champions League. Heißt, den bräuchten wir natürlich. Scherki muss spielen. Demirovic nehme ich runter. Lasse tatsächlich mal Boateng von Anfang ran. Tell nehme ich mit. Demirovic wird geschont. Königsdörfer darf für Matcher, dass er zur Spielzeit kommt. Michel darf tatsächlich von Anfang an. Ich lasse auch Alidu tatsächlich mal wieder spielen. Muss bloß mit Königsdörfer mal tauschen. Michel, ich bin jetzt so lebensmüde für Reis. Aber Reis kommt klar mit. Für Schmidt. Kurz sortieren. Aber ich würde sogar Schmidt von Anfang an reinsetzen. Aber wenn so. Knauf kriegt keine Pause natürlich. Der kommt mit. Für. Die hat so. Benjamin Michel hat eine 3 und 16. Nice. So, Shevchuk. Kann Shevchuk eigentlich vorne? Ne, wer könnte noch vorne? Shaggy könnte Stürmer. Okay, das heißt, Tell bleibt da. Stürmer kommt nach vorne. So. Meine Übergangslösung so gegen Freiburg-Höhepunkte. Let's go.
Let's go. Natürlich auch 3 Punkte. Und dann geht's gegen Inter Mailand. Wo wir natürlich gewinnen müssten. Wobei ich ehrlich sagen muss, gegen Inter würde auch ein Unentschieden reichen. Weil das ein sehr starker Club ist. Aber erstmal geht's gegen Freiburg. Let's go. Und da kommen sie. Aber wir springen rein. Let's go. Attacke. Entschuldigung. Konter für den HSV. Da war kurz auf dem Ohr gerade mal der Sound weg. Keine Ahnung warum. Aber alles gefixt. Kein Problem. Schmidt verliert den Ball. Nicht gut. Konter Freiburg, 11. Minute. Das ist regelrecht die B11, die hier ran darf. Vor allem mit dem 46er Gesamt Michel hier. Auch sehr, sehr mutig gewagt. Oh, das war sehr gut. Von Vuskovic. Ja, raus da. Schön. Gut zugestellt. Keine Ahnung, was da mit dem Ton hier ist. Also immer wenn die Einblenden kommen, ist der Ton kurz weg. Ich habe keine Ahnung warum. Hashtag FIFA-Update. Irgendwas ist da wieder gut gelaufen. Nicht. Ah, den hat man zu gut. Schön. Scully raus. 16. Minute Flanke Freiburg. Da hat jetzt ausnahmsweise mal der Ton gehalten. Ah, schade. Den hätten wir eigentlich easy bekommen können, weil er da weggerutscht ist. Ah. Ja, den haben wir. So, jetzt kriegen wir mal einen Angriff. In der 23. Minute. Die 23 passt ja wie perfekt. Hashtag Raphael Vaterfahrt damals. So, Vuskovic. Das war ein mieser Pass. So, Freistoß HSV. Die Frage ist, bringe ich den direkt oder nicht? Gott, Quentin Michel darf den ausführen. Ich probier's. Ah, ich wollte. Oh, der kam auch nicht schlecht. Ich wollte eigentlich Flachschuss, weil ich dachte, die springen, aber nein. So, Freiburg in der 50. Minute. Entschuldigung, mit dem Angriff. Pascali, nicht immer in die Mitte. Ruhig auch mal. Ja, erstmal gut gestört, aber es bleibt gefährlich. Und der ist drin. 1-0 Freiburg. Ja, es war nicht gut verteidigt tatsächlich. Das haben die Freiburger gut gemacht. Und das war's auch schon. Wir verlieren mit 1-0 leider. Bitter. Also jetzt läuft zu Hause irgendwie. Nee, letztens auswärts, da haben wir jetzt gewonnen gegen Gladbach und jetzt irgendwie zu Hause nicht. Aber gut, okay. Jetzt gegen Inter, das wird ein krasser Spiel. Danach ist Hoffenheim dran. Okay, erstmal hier Posteingang, Spielerchat. Ich bin enttäuscht. Oh, es tut mir leid, aber du kommst jetzt im Champions League Spiel rein. Knie dich weiter rein, Jünevar. Jetzt wird dein Spiel auf alle Fälle. Entschuldigung. Boré hat getroffen gegen Hamburg. Okay. Nochmal Teammanagement. Die haben einfach Van Dijk. Inter Mailand, alles klar. So, wie versprochen, Univar darf rein, zusammen mit Matcher. Tell auf der Bank. Okay, Königsdörfer kam zur Spielzeit, das ist gut. Michel auch ein bisschen. Ich nehme Michel mit. Für Ali Du, der nicht ganz fit ist. Machen das. Oh Gott, Michel ist auch nicht hier ganz fit. Nehmen wir noch einen weiteren Stürmer mit. Colombo hat eine 71. Skyvini hat eine 79. Der kriegt jetzt mal die Pause. Ich bin vielleicht jetzt mal so wahnsinnig. Und Bayer darf natürlich von Anfang an diesmal ran für Tom Rothe. Gott, wen könnt ihr noch mitnehmen? Das ist schwierig. So, Benisch für Schmidt auf alle Fälle. So, okay. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.